So, einen wunderschönen Tag. Heute ist LS19 Zeit. Steigen wir da gleich mal mit ein. Und mal gucken, ob wir unsere zwei Felder heute noch ein bisschen machen, müssen tun, ein bisschen machen. Wollen wir gucken erst, ich muss mal ganz kurz auf den Desktop. So, Köhm, na Köhm, will er nicht heute, okay. YouTube, gucken. Muss ja auch immer wissen, ob alles läuft, ne? Sonst geht's ja nicht, ne? So, Karte Rahn haben wir hier, Gemeinderahn, den dritten Teil. Vier Kühe haben wir, ein bisschen Land haben wir. Wieso steht das Spiel jetzt nicht da unten drin? Ich werd wahnsinnig. Oh, kannst du nochmal bei YouTube gucken? Da steht Landschaftssimulator 19 drin. What the fuck? Bearbeiten. Okay. Landschaftssimulator 19. Verstehe ich nicht. Vielleicht sollte ich nach Farming Simulator gucken. Ja, ist Gaming, ja. Reise-Event, nee, ne, oder Gaming, ja. Ja, verstehe nicht, warum das nicht. Warte. Oh, jetzt habe ich die Tags gelöscht. Okay, abbrechen. Bearbeiten. Ah, die Texte sind noch drin. Gut. Zwei Wiedergaben, null Zuschauer, das lohnt ja. So, das können wir klein machen. Das können wir nochmal gucken. Moin, moin, na, wie geht's dir? Alles fit? Das nochmal zum Testen. Jo. Ja, da kommen wir ja schon rein ins Spiel, wa? Was? So, hier. Und wie war es gestern? Wo warst du? Wo bist du nochmal hingefahren? Ach, irgendwas mit P, glaube ich. Ne? P, 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 weiß ich jetzt nicht mehr. So, Kühe müssen sauber gemacht werden. Wasser haben sie, Stroh haben sie. Ja. Dann machen wir das mal, wa? Ich warte mal. Oh, ich wollte mal gucken. Was haben wir denn? Milch, 5000 Liter. Müsste da nicht beistehen, wie viel Milch ich schon habe? Das ist doch Milch, oder? Nee. Milch ist nichts am Lager. Okay. Genau, pass auf, wie war's denn? Hast gute Fahrt gehabt? Seid ihr gute Teile rübergekommen? Das hier ist der Mist und Mist soll angeblich Mist 2100, naja, Gülle 10.000 Liter. Muss ich jetzt hier sauber machen oder da? Ne, in der Mitte. Uiuiuiui. Ach, am Donnerstag erst. Ah, okay. Hier heute wieder rumgeschickt, ne? Muss ich ja schon mal. Ich glaube, ich kaufe gleich einen Lenker dafür. Nee, ist doch in der Mitte, habe ich doch gesagt. Oh. Ja, ich muss mir erst warm spielen. Ich bin heute wieder ganz fit. Jetzt geht die Tür wieder nicht auf. Also das ist ein ganz komischer Kuhstall, muss ich euch sagen. Ja.
auch nicht. Wie war das denn jetzt nochmal? Weiß auch nicht, ich muss jetzt da einmal rumfahren, ey. What the fuck? Egal, fahren wir da einmal rum. Morgen geht der scheiß Stall die Automatik sauber. Aber das Leben geleitet. So, hier war das jetzt, ne? Ups. So. Die Wookie. Und weg mit dem Weg. Und da haben wir gleich wieder die Ladung. Ich verstehe zwar nicht, warum das kein Mist ist oder sonst was, aber egal. Du müsstest jetzt sauber sein. Wird sich gleich aktualisieren. Ja, nächstes Tier in 1000 Stunden. Ja, macht ja nichts. So, dann gucken wir mal. Wir haben hier Feld 6. Und da müsste normalerweise Kartoffeln drauf sein, wenn ich nicht irre. Brauchen wir denn Feld 6? Können wir irgendwo durchfahren? Da vorne. Geht er rauf? Ja, geht auf. So. So, das ist Kartoffeln. Und ich meine Wachstum Kraut entfernen. Ja, ich glaube, Kraut wird automatisch mit der Maschine entfernt, ne? Okay. Oh. Ah, ich drücke hier die falschen Tasten, mein Fahren, ey. Mein Gott. Dann brauchen wir eine Kartoffelerntemaschine. Mal gucken, was wir hier ein Angebot haben auf der Karte. Können wir den Trecker erstmal hier hinstellen. So, P war das, glaube ich, ne? Kartoffeltechnik, damals ja. Das ist das lahmste Gerät, was ich jemals benutzt habe. Okay, mieten, ja. Für 26.000 knapp, ist ja wohl nicht wahr. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Ding stehen. Das können wir später abholen. Eieieiei. Ah, das geht noch ein bisschen Zeug rum von dem Red. So, nein. Rechts rum und dann müssen wir bei mir auf den Hof. Oh. Oh, guck mal. Hier links, das muss der Red sein Hof sein. Irgendwie rein. Ja. Ich hänge. Ich hänge. Hänge. Und dann kurz von außen gucken. So, das heißt, ich müsste eigentlich hier geradeaus, ne? So.
Klar, Panda Gaming. Klar kannst du mitspielen. Aber ich habe nicht sehr viel zu tun bei mir auf dem Hof, muss ich dir sagen. Jetzt habe ich ja rumgegeben. Alter, diese Steuerung von den Dingen, das ist widerlich. So. Komme ich da jetzt nicht durch? Ja, Panda Gaming. Ich spiele aber nicht auf der Xbox. Tut mir leid, ich bin nicht so der Konsolenfan. So, boah. War das hier schon Feld 6? Nee, hier, ne? Konsole. Konsole ist mir viel zu teuer. Kann ich mir gar nicht anschaffen. Nur. Kostet so eine Konsole. 400, 500 Euro. So, ich glaube, müssen wir die erstmal aufklappen, ne? Ich glaube, X. Ja. Ich glaube, N war senken, ne, oder? Helfer einstellen. Erntemaschine senken. V war das. Ah, okay. So, Erntemaschine machen wir B. Und dann bin ich mal gespannt, ob das klappt. Boah! Der Profi wiegt ja doppelt. So, fahren wir erstmal hier so einmal durch. Pirate, na wie jetzt hier? Alles fit. Da können wir die greifen. Ich hoffe mal, die Kartoffeln dauern nicht zu lange. Kartoffeln brauche ich für nichts eigentlich, den kann ich gleich verkaufen. V war eben, ne? Ja. War hier mal bei Nachbarn über das Feld drüber, weil irgendwo muss ich ja drehen. Was sehen wir das Feld 7, was haben wir denn schon drauf? Das sieht mir nach Mais aus oder so. Ah, da kann der Panda Gaming leider nicht mitspielen, oh wie schade. Ach, ich habe ja noch keine Schweine. Die da sind, das dauert ja noch. Alright, ich habe ein wunderschönes Video gemacht bei GTA 2, wie der Konvoi funktioniert, der Multiplayer. Ich hoffe, du hast es dir angesehen. Dann kannst du jetzt im Konvoi auch mitfahren. Ach ja. Ja, jetzt weiß ich nicht, was passiert, wenn ich hier drüber fahre. Ach, testen wir einfach mal aus, wenn ein bisschen daneben geht. L war kein Licht, der F war Licht, ne? Ja, na klar, ja, na klar. Da komme ich wieder mal nicht lang. What the fuck, ey? Das soll nicht wahr sein. So wie im wirklichen Leben. Ah,
frage mich, wie die jungen Leute sich über so eine Xbox leisten können. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, da muss ja leider mal anders ranfahren. Wieso haben wir die Kartoffeln da jetzt nicht mitgenommen? Wo fährt denn der da drüber? Ist das Stein oder was? Oder? Einfach nur ein Hobel. Hobel, Hobel, Hobel. Jetzt ist das Ding schon voll. Ja, super. In welchen war jetzt der Rest Essen drin? Futter für die. Können wir gleich sehen. Da ist die Mischration drin. Da ist Weizen drin. Okay. Weizen, Weizen. Warum habe ich den Weizen nicht eingelagert? Ich glaube, den Weizen konnte ich nicht einlagern, ne? Oder? Den Stroh haben wir hier schon. Oh, doch! Okay. So, wie tue ich denn den jetzt hier wieder auslagern? Das, boah, das sehe ich jetzt erst. Oh, da steht noch ein Streu für dich. Kann ich mit den Gülleranhänger auch eigentlich verstreuen? Gucken wir mal. Und damit gleich mein Acker. Nee, ich glaube nicht, oder? Doch, das ist ein Streuen da. Gut, da kann ich nachher auch düngen. Das ist schon mal schön zu wissen. Ups. So. Müsste jetzt ein Streifen sein. Ja. Eieiei, was für eine wilde Fahrt hier. Mal ab. Ah, okay. Will er die abladen oder was? Was soll das denn hier? Okay, ein bisschen näher ran. Vielleicht so. Ah, okay. Kartoffeln! Komm, Profi macht heute eine Kartoffelparty. Hat jemand meine Blättchen gesehen? Ach da. Geht sofort weiter.
Ja, 89% haben wir da dran. Mal gucken, hoffentlich sind die Kartoffelpreise gut. Einmal umsteigen. Ja, da kommen wir ganz kurz bei Nachbarn mal drüber. Ich hoffe, das stört den nicht. B. Sehen schön. Warum hängt der jetzt? Da ist so eine kleine Welle im Boden, ne? Also ein bisschen blöde. So, nehmen wir das hier auch noch mit. Jede Kartoffel bringt ja Geld. Ich habe die Kartoffel Linda, die ja eigentlich verboten wurde, aber ich habe die nochmal angesehen hier. So, schön zurücksetzen. Wenn wir aufgehört haben, wo haben wir denn aufgehört? Okay. Ach, fahren wir einfach hier weiter. Wird schon schief gehen. Ich glaube, der Franz hat so gerne damals immer Kartoffeln gemacht. Ne? Schade, wenn er nicht mehr da ist. Könnte er mir helfen, ein paar Kartoffeln machen. Große wuchtige Maschine, ne? Na, ich weiß, da gibt es auch mehrere Mods für Kartoffeln. Das würde eindeutig schneller gehen, aber mit so viel Mods bin ich auch nicht so gut. Ne? Also, probieren wir das mal ohne. Geht auch so. Schweine fressen Kartoffeln, das ist nicht anders. Dass die Schweine nicht alles fressen, oder? Machen wir uns hier mal so ein bisschen Platz. Ein recht kleines Feld, ne? Guck, was ich da gleich ansehen werde. Da habe ich wieder hier so eine dumme Fliegenzimmer. Fliegen wir mal auf den Rücken, ey. Ah, verschwinde! Mein Gott, ja. Alter. Ich hasse das, ey. Ich hasse Fliegen. Wie die Pest. Weg! Ja, wenn es mal so, wenn es mal wieder ordentlich Kartoffeln geben könnte bei uns zu Hause. Die Zeit auch hier kocht ja immer und die hat nicht selbst die Lust, wenn sie nach Hause kommen. Von der Arbeit. Vielleicht komme ich mal morgen, wenn ich Lust habe. Ach nee, morgen geht es ja zur Impfung.
So ein Shit. Also ein Glück habe ich das am Morgen hinter mir. So. Ah, zu weit, zu weit. Mein Alter. Gleich gehe ich auf die. Die hängt nur an mir dran hier. Dann mal. Verpiss dich jetzt mal. Mann, ey. Ja, setz dich mal woanders drin, als ständig bei mir. Widerlich. Schon wieder voll. Bitte. Sorry Nachbar, ich muss da mal drüber. Warum hast du sie jetzt hingesetzt? Ich sehe es nicht. Das ist ja der Kacki hier. So, wir brauchen Geld. Also werden die erstmal verkauft. Brauchen wir denn Kartoffeln? Müssen die hier sein, wa? 508. Bei Knollenkalle. Bei Knollenkalle, das finde ich ja gut. So. Ja, ich hab's dir die ganze Zeit gesagt, liebe Fliege. Ich hab dir gesagt, lass mich in Ruhe. Dann kannst du hier in Ruhe weiterleben oder draußen nur weiter rumfliegen. Ne, aber nein. Du wolltest ja nicht hören. Also bist du jetzt Geschichte. Jetzt habe ich wieder Dreck auf dem Monitor. Nur wegen dir, du blöde Fliege. So. Soll man ja eigentlich nicht machen, Monitor putzen, während der an ist, sondern nur in kalten Zustand, sonst geht die ganze Sache kaputt. Aber egal. So. Fliege kommt in Aschenbecher, die wird später gegessen. So, wo ist denn der Kalle? Wo haben wir den Kalle denn? Den Knollerkalle. Ja, hier unten auch, bei den Dings, ne? Juh, dann drehe ich immer, fahre hier runter, fahre da lang, da. Okay. Komm jetzt rechts hier raus, so wird doch irgendwo gerade angezeigt. Ach, ich bin schon dran vorbei. Okay. Fahren wir mal nach Knolle Kalle. Oder Kalle, Knolle Kalle. Guck mal hier, komm ich da raus? War da jetzt ein Weg? Ach komm hier, ich fahr mal hoch, egal. Boah, sieht der Trecker wieder aus, so. Ist 3-4 Tage gearbeitet, schon sieht der Trecker aus wie sonst was. Nagelneu gekauft, das Ding. So, da haben wir ja letztes Mal unseren Weizen verkauft, oder war das Stroh? Nee, Weizen, glaube ich. Oh, das da ist geleckt. Ja, da müsste ich den Weg normalerweise noch auswendig können.
So, ich glaube, da ging es hier gleich jetzt ab, ne? Durch den Tunnel. Durch den Euro-Tunnel. Ach, oh, mit Spiel finde ich aber, sehe ich gerade, die Rückspiegel sehen ganz gut aus. So, damals ja. Wo ist denn der Kalle jetzt, hä? Der Knolle-Kalle. An dem wir unseren Knollen verkaufen können. Warum bremst du nicht? Ah, da hinten ist was markiert. Da gehen wir mal gucken. Da müssen wir rein. Oder ganz schön rund hier in mir. So. Und hier kann ich jetzt so eine Knollen verkaufen, oder was? Ah, hier ist es. Gucken wir mal, wie die das. Ja, einfach mal auskippen oder was? Ja. Mal gucken, was wir für eine Ladung Knollen kriegen. Mit kleinen Anhänger. Ja, 5000. Aber ich glaube, für Weizen gab es ein bisschen mehr. Ne? Ich glaube, da haben wir ja 10, 11 oder 12 sogar gemacht. Ah, meine Frau ist heute noch Markauf, vielleicht gibt sie mir das schon. So, komme ich hier rum? Und das sieht mir nicht so aus. Aber dann fahren wir bei denen hier mal durchs Gemüse. Das muss ja auch mal weggemacht werden. Alter, ich komme hier gleich gar nicht mehr raus. Deko überall, ne? Kann ich auch eigentlich einladen? Ja, ne. Kartoffeln kannst du nicht mitnehmen. Ah, das Spiel reagiert heute ein bisschen leid. Wie gesagt, wenn irgendjemand gerne mitspielen möchte, kann er das gerne tun. Der Server ist das Spocky. So wie immer. Ach, gucken wir mal die 3. Wer könnte denn die Kartoffeln wegfahren oder ernten oder das Weizenfeld machen? Nochmal. So, ich glaube Feld 6 war das jetzt, ne?
irgendwie am Feld vorbeikommen würden, bei 42er, fahren wir jetzt mal rechts. Oder dann diese Baumreihe gehen, die können wir wieder zu viel kaputt fahren. Normalerweise gibt es so kleine Feldwege. Ja. Und mal irgendwie rennen. Oh ja, oh, das ist super. Ja, leider geht der Weg nicht weiter, also müssen wir doch ein bisschen durchs Gemüse fahren. Guck mal, hier haben wir einen Jägerstand. Da frage ich mich, ich will ja nichts sagen, ne? Und vielleicht mit den Karten, der die Karte hier gemacht hat, ne? Was will er hier jagen? Will er hier Mais jagen oder was? Will er hier Weizen jagen? Ey, Hafer ist das. Da läuft doch kein Vieh freiwillig hin. Oh Mann. So. Haben wir denn noch was da drin bei dir? Da haben wir noch. So, stellen wir dich mal hier hin. Also für die Karte ist diese Kartoffelerntemaschine nicht geeignet, glaube ich. Normalerweise, wenn du da hast, damit die Pflanzen kaputt gehen beim Fahren, dann willst du da drehen. Dann nimmst du den halben Acker von den Nachbarn mit. Also dann müssen sich mal was einfallen lassen, ein paar kleinere Maschinen. Wenn man schon so kleinere Felder hat, da wäre auch mal ganz ratsam, vielleicht auch mal kleinere Maschinen zum Modden oder so. Ja, schon schlecht, oder? Ja, heute Morgen bin ich ATS mal eine Runde gefahren. In den normalen Multiplayer war kaum was los. Schade eigentlich, damit so wenig Leute an die ATS fahren. Richtig schönes Spiel. So, wie viel Prozent haben wir drin? 32. Ja, letztes Mal hat der Weizen jetzt schon aufgehalten. Ne? Mit dem Stroh und dem Strohbaus und dabei noch mit drauf, ja. Habe ich auch ein bisschen was von eingelagert. Das Stroh habe ich alles eingelagert, aber die. Ich glaube, Schweine brauchen dann ja auch was von. Ich glaube, Hühner brauchen keinen, ne? Stroh. Ich glaube, die brauchen nur Fressen, Weizen. Ach ja! Lass mal ja ein paar Hühner anlegen. Das wäre ja mal nicht schlecht. Ja, ich fahre zum ersten Mal so viel Kamera von innen. Ich hoffe, ich mache das hier ein bisschen richtig. Nehmen wir da vorne auch nochmal gleich eine Spur mit, um das später besser wenden können. Ach, da sind die auch schon wieder. Jetzt steht hier immer noch was rum, was soll denn das? Ah, ja. Das
Kartoffeln mag ich nicht so gerne. Wie geht das mit dem Düngen eigentlich? Wenn ich gleich den Mist nehme, muss ich düngen, bevor ich was Neues ansehe oder erst danach? Ich glaube, davor muss ich schon ein bisschen düngen, ne? Ja, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ja. Ja, geht auch nicht. Also davor ein bisschen dünn, einmal rüberfahren. Das wäre natürlich ganz normal. Dann mache ich das hier gleich mal. Dorf Chemnitz, ja, Hallöchen, na, wie geht's dir? Schön, dass du zuschaust. Ich wünsche dir einen schönen Mittwoch, haben wir heute oder Donnerstag? Mein Gott, bin ich wieder vergessen. Dienstag oder Montag? Ja, heute müsste Dienstag sein. Ich müsste ja morgen meine zweite Impfung machen. Ja, morgen ist der 11. Du bist ja noch nicht voll. Vom 1% geht noch mein Freund. Nur er will er nicht, oder? Nee, macht er nicht. Was soll das denn? Na? So, ja, guck mal, der steht ja hier gleich parat. Müsste der auch schon wieder voll sein. Oh, Nudeln mit Bolognese. Das ist eines meiner Lieblingsessen. Wenn das schön selber gemacht ist, der riecht es ganz, ganz lecker. Und ich stehe natürlich einen guten Hunger bei. Ja, dir auch einen schönen Nachmittag, Dorf Chemnitz, Chemnitz. Ah, der Bauer hat nichts dagegen, hat er gesagt. Die haben mich halt gefragt. Ja, fahr mal drüber, mach aber nicht bitte die Kopie kaputt. Ja, schade, damit sie. Ja, hier nochmal der Jäger stand, dass man nichts jagen kann. Ja, da hätte er ruhig ein paar Wege machen können, der. Der die Map designt hat. Designt. Bin ich jetzt richtig? Fahre ich richtig? Weiß ich nicht. Dann muss man mal gleich nochmal umdrehen. Ja, ich glaube, muss man mal umdrehen. Ne? Ja, ich muss nochmal drehen, dann falsch gefahren. Ja, ungern eigentlich mit dem Überfeld, aber sonst kommt er ja nicht hin. Wie gesagt, der Modder, der muss sich doch mal was einfallen lassen. Ich muss gleich nochmal mal hier über den Hof fahren. So, und gleich mal dran denken, damit wir da hinten nicht wieder rauskommen. Und wir da früh genug drehen. Nicht, damit wir da wieder durchs Gemüse fahren. Ja, ach, apropos, hier, Nudeln mit Bolognese, ja. Meine Frau vergisst immer den Reibekäse dazu, den Hartkäse. Ah, könnte ich sauer werden, ey. Ja, was macht ihr eigentlich hier auf Feld 5? Ja, das ist so ein kleiner Hof hingebaut, wa? Ja, mit Kühe. Gleich nimm den Viehhändler, das ist natürlich auch nicht schlecht, ne?
Ich mache früh genug Bremsen. Kommen wir hier durch? Ja, klar. Und guck mal, die Briefkasse. Können wir gleich unsere Post reinschmeißen. Ja, das muss einfach dazu, ne? Sonst schmeckt das alles nicht. Richtig schön, schön Parmesankäse. Aber meine Frau mag ja keinen Parmesankäse. Ich schätze mal, deswegen vergisst sie das mit Absicht immer. So. Ja. Da sind halt die verkauften 5000 Uhren. Das ist ein wenig. Ja, wer hat der kann? Ja. Hast du ja auch bestimmt 20 Kühe schon angeschafft, wa? Ich bleib lieber mal so 3-4 Kühe. Machen mir die blöden Viecher zu viel Arbeit. Schon gerade fahren. Hör auf zu schreien da draußen, du Idioten, ey. Kann man wahr sein. Ach so, ja, der Tempomat ist ja hier woanders als bei den LS19. Ah, ETS2. Da ist aber jetzt ein Weg, oder was? Wollen die mich veräppeln? Oh, die Lenkung, was ich sag's euch. Oh, guck mal, schon sind wir wieder auf den Acker. Hier geht's ja auch, ja, das ist ja schön. Gut zu wissen. Schön zu fahren. Ob da noch irgendwas in Kartoffelerntemaschine drin war. Nein! Ah doch, erledigt. Dann geht's hier munter weiter. Oh, wir sind ja eine Stunde schon wieder dran und das Feld ist noch nicht mal leer. Okay, ich habe mich vorher ein bisschen um die Tiere gekümmert.
Die Erntemaschine, naja, die haben wir noch nie wieder raus, die ist vorhin so gemietet. Verkaufen lohnt sich das Ding nicht, erstmal ist viel zu teuer. So ein Feld, da reicht das, wenn man sowas vermietet. Habt ihr gesehen, der mit der Nacktflake im Krankenhaus war? Da wurde irgendwie am Popo operiert, glaube ich, an seine Drüsen. Irgendwas war da entzündet. Der arme Kerl. Ich hoffe, damit es ihm bald gut wird. Ich weiß gar nicht, ob das schon okay war, gestern oder was. Wieder sitzt die Ader, der wird schnell voll dagegen, nicht schon warm. Wieder 85%. Ja, der Anhänger muss auch gleich wieder voll sein, wieder 5000. Mal die Ecke mit, die auch mal kleiner wird. Wunderschön, wa? Besser kann es ja gar nicht laufen. Ah, außer da natürlich. Die Maschine voll. Ah, noch weiter. Wo bin ich denn jetzt gekommen? Da glaube ich, ne? Und es wird wieder nach. Kann nicht einmal tagsüber sein auf dem Server. So, ich glaube hier war der AKW, ne? Ja. Wow, leck, leck. Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. War das jetzt hier rein? Die Kartoffeln. Ich hoffe, da haben wir schon mal einen richtigen Weg gefunden zum Acker. Oh Gott, am 15. habe ich auch Zeit. Ich dachte, da muss ich raus und essen und... Und Sex muss ich auch wieder haben. Ach ja.
zum Glück ist kein Verkehr, da kann ich so gut fahren. So. So, Knolle, Knolle, Kartoffel oder wie du auch immer heißt. Mal Kartoffeln. Hallo Marvin. Grüße dich. Uppala. So, Kartoffeln. Müsste nochmal zum Ton gehen. Na komm mal her. Ja. Nein, ich spiele nicht auf der PS4. Schade, ne? Sonst könntest du mitspielen. Wie gesagt, da hat gerade schon mal jemand gefragt, ob ich auf Xbox spiele. Nein, ich spiele nicht auf der Xbox. Wie könnt ihr euch alle so teure Konsolen leisten? Ne? Das kann ich nicht. Weil man so hat. Ich kann mir nur so einen billigen PC anschaffen. So. PS4. Kostet so eine PlayStation 4. So eine 500 oder 600 Euro, wa? Also ein Kapedo. Nice, ist ja auch ein reicher Mann. 290 Euro, wow. Wahnsinn, und dann hast du noch einen Landschaftssimulator 19 dazu geholt. Da kommst du bestimmt auch noch mal 70, 80 Euro. Demnächst kommt ja auch LS22 raus. Das ist ja auch nochmal. Eieieiei. Ups, da bin ich zu weit hoch. Oh ja. So, ich kann, wie gesagt, ich kann mir keine Konsole leisten. Die Dinger sind viel zu teuer. Na, Porky hat eine Frau und Kinder. Ich bin wunschlos glücklich. Ja, mit Spaghettos Bolognese war ich auch wunschlos glücklich. Hier ist schlimm. Ach, Erik, wieso bist du wunschlos glücklich? Hast du PlayStation 4 oder was? Ja, B, Maschine anmachen, weiter, ne? Und auch Kartoffeln. Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Hier, der Erik, der ist reich. Der fährt nach München. Wo war er? Wo will er morgen nochmal hin oder was? Schon wieder vergessen. Passau? Nee. Was, München? Da kriegen wir keine 10 Pferde. Das ist so eine schöne Stadt. Ich würde auch gerne mal nach München. Nee. Du bekommst Essen, ohne was zu sagen müssen, ja. Ist doch supi. Und was machst du, wenn du keinen Hunger hast? Ich bin eingeflößt.
Der Bauer, einen wunderschönen guten Tag. Aber ehrlich, ich muss so gesehen, ich muss auch nichts sagen. Ich krieg jeden Tag mein Essen um zwischen 12:30 und 1 Uhr am Tisch serviert. Und zwar nicht immer so lecker, aber passt schon. Ja, da muss ich schon sagen, dafür sind die Frauen ja gedacht. Vielleicht liegen wir halt über den Deckel von der Ehrgeizer Freunde. Pass auf, um Omi und Opi zu besuchen. Ja, brauchst du mal wieder Kohle oder was? Oma und Oma zu besuchen. Hallo Omi, habt ihr lieb, gib mir 1000 Euro. ich weiß, wo ich meine PS4 bestellt habe. Ach, du hast deine PlayStation 4 bestellt? Ja. Wie gesagt, ich habe sowas kein Geld. Ich bin ein armer, kleiner, nicht der kein Geld hat. Als Verkaufen von deiner YouTube-Einnahmen. Ja. Von deiner fette Werbung. Ja, Hi, ETH2-Code, wie geht's dir? Ja, nee, die Einnahmen sind ja verpufft. Electro for you. Kenn ich gar nicht. Nein, die fetten Einnahmen, die werden nur verpufft, Drogen und sonst was. Ich kann mir keine PS4 leisten. Ja, gib mir Frühstück, dann Mittag, Abendessen und in der Nacht so zwei nochmal. Ja, wie ist auch wunderbar. Dankeschön, der Nachfrage ist jetzt weiter hoch. Und das Ding schon wieder voll. Außer Glück. Ich will ja verkaufen. Ich soll mir eine PS4 holen. Ich sag dir das normal, Marvin. Ich habe für sowas leider kein Geld. Wenn ich mir natürlich eine holen will, wenn du das unbedingt willst, unter dem Video in der Infobox ist eine Spenden, ein Spendenlink, da kannst du mir gerne was über spenden, wenn du gerne möchtest. Dann können wir zusammen auf der PS4 LS90 spielen. Natürlich sehr, sehr nett. Du hast jetzt 290 Euro kostet die, die haben mit dem Spiel dabei. Kommen wir mal gleich, überweist man 150 Euro, dann klappt das schon. Ach ja, ja, ja. Nein, Schwachsinn, die muss keiner spenden. War nur ein Scherz, Herr Marvin, die ganzen. Mir reicht mein i3 PC, Grafikkarte habe ich eine GTX 970. Das reicht schon. 4 GB Speicher-RAM, eine HDD mit 50 GB.
So, ach Gott. Oder der Erik, der spendet mir eine PS4, ne? Ach komm, PS4, gleich eine PS5. Tut doch nichts zur Sache, die Euros. Ah, der Red hat auch schon die PS5, wa? Ja, Ach, heute egal. Vormittag bin ich auch ATS gefahren. Ja, und? Hast du Kilometer gemacht? Hab mal wieder einen Livestream gemacht. Nice, gar nicht gesehen, gar keine Meldung bekommen. Warst du bestimmt bei Ja, Twitch, ne? Twitch. Ja. 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 Mit 4 Leuten. Mit Eine vier andere Leute? Streamerin. Ja. Eine Mit andere wem denn? Wie Streamerin, sind? die in Thailand wohnt. Ja. Die macht immer vormittags, weil da ja noch am Abend zugeht. Und die konnte gut Deutsch oder was? Ferne Deutsche. Nein, ob die gut Deutsch konnte oder wie hast du das mit ihr unterhalten? Englisch oder was? Das ist eine Deutsche, die ist nach Ach, das. Thailand gezogen. Ach so. Die kann man nur nach Thailand ziehen. Ist günstig. Es sind viele, viele Deutsche nach Thailand gegangen, weil es einfach mal günstig ist, war. Oh nee, ich möchte ja Thailand. Ah, du willst in die Türkei. Moin, klaust du mir So. mal meinen Kontakt oder? Nee, nee. Und ja, wie viele Abonnenten hat die denn, diese junge, hübsche Frau? Warte mal. Twitch. Die saß doch nicht im Bikini da, oder? Nee. Ist deine Frau immer im Bikini da? Ja, aber die meisten Ach so, Frauen, die. die bei Twitch streamen oder was, die sitzen doch immer halt nackt vor, oder nicht? Stimmt nicht. Ich guck so ohne nicht. Ich Ja, guck immer nee, ist bloß klar. die quatschen. Hab eben ein Video von LS19 hochgeladen, ja, nice, Smartboy. Und um was ging es da? 26 Follower die. Ja, ist doch nice. Die streamt aber auch erst im Monat. Ja, guck. Mit Webcam bestimmt, ne? Nee. Ja, da gebe ich mal einen guten Tipp. Webcam, Bikini anziehen. Was meinst du, wie viele Follower sie auf einmal hat? Von wie ist die? Und ist aus Hamburg gekommen. Seit 10 Jahren in Thailand. Wenn die jetzt Wie lange 27 bist ist. du live? Das weiß ich nicht, wie lange ich noch Lust habe. Ich gehe immer davon von meiner Lust aus, lieber Marvin. Wieso, willst du schnell einen PC kaufen, LS19 mitzocken? Die ist bestimmt mit ihren Eltern nach Thailand gezogen. Weil wenn die jetzt 27 ist und lebe seit 10 Jahren in Thailand. Ja, da willst du wohl mit ihren Eltern oder halt vielleicht auf eine Privatschule geschickt worden von ihren Eltern. In Ich könnte die Thailand, Eltern sowieso. raus hier wandern. Es gibt ja auch so reiche Leute, die stecken ihre Kinder ins Heim. Die Amis machen das gerne, so schön in der Schweiz oder so. Militärschule. Nee, sag ihm mal, sie muss eine Webcam da haben, falls du sie nochmal triffst. Na, du brauchst ohne Webcam und einen Nee, Badeanzug. meine ist schon längst kaputt gegangen. Die ist damals im Bierglas gefallen und seitdem kriege ich sie da nicht mehr raus. Komischerweise. Na, ich sehe, dass die schon wieder drin sind. Ich aus der Welt, ich schaff den Fall. Ja, 2, 3 Stunden ist das fertig. Glaubst du, müsste ich mal her sagen? Sorry, das Deutsch gerade verstehe ich nicht mal.
Ja, ich probiere gerade auf der Karte hier Curseplay aus. Im Singleplayer. Auf so eine kleine Karte versuchst du noch Curseplay zu aktivieren. Naja, wegen die verdrängten Tankfelder hier. Also Feld 1 machte sich schon mal sehr gut. Weil den normalen Helfer, den kannst du ja nicht einsetzen. Ja, der normale Helfer in 22, ja, der wird ja besser. Der soll intelligenter sein als der normale in LS19. Ja. Ich glaube, da haben wir den intelligenten Helfer abgekupfert. Oh, ich glaube, die sind doch in den Stande dazu. Das selber zu probieren. So, und der nächste Teil kommt dann in 4 Jahren, ne? Kannst du mir sagen, was Herr Siegen heißt? Warte mal. Das ist mein Chef. Ich komme da gerade nicht auf klar. Kartoffeln sind echt scheiße, muss ich sagen. Ja, ich habe ja jetzt eine neuere Version von Curseplay drauf, die zeigt wieder die Zeiten an. Wie lange es dauert, das Feld. Ah, nein. Die wir drauf hatte, die hat ja keine Zeit angezeigt. Ich hoffe, das machen sie mal richtig dann hier bei 22. So. Komm mal weg, ich muss dann noch Vater seine neuen Reifen montieren. Der holt so gerade die neuen Felgen aus der Werkstatt ab. Ja, okay, viel Spaß. Beim Felgen drauf machen. Oh. Naja, okay, lass ich noch mal dabei. Ich sag einfach nur ja, klar. Ei. Ding ist ja schon wieder leicht voll. Was soll das denn? Genau, ich wollte mir mal von LS19 die Seitenkonsole holen. Die wäre ja auch nicht schlecht, ne? Ein paar Knöpfe extra. Eigentlich, alright.
Das sieht man gar nicht so gut. Ah, da. Die Rückspiegel sind für diesen Anhänger nicht geeignet, glaube ich. Das ist nicht so schön. So, hauen wir uns mal den nächsten 5000 ab. Ach, jetzt haben wir von Red ja die Streamerin von Twitch zeigen können oder verlinken. Ach, egal. Fahren wir ihn später nochmal. Eine Deutsche, die ausgewandert ist nach Thailand. Ja, und wenn man dann mit der PlayStation 4 streamt, dann braucht man auch noch eine Elgato-Karte oder nicht? Oder geht das mit der PS4 so? Da habe ich auch keinen Plan von, wie man mit der Konsole streamt. Die PlayStation oder Xbox. Haben sie alles ziemlich eng hier gemacht, oder? Ich frage mich, wie ihr da mit dem großen Trecker durchkommt, mit diesen Anhänger, die Kartoffel abladen. Drehen wir jetzt mal schon mal so ein bisschen. Ja, Marvin, ja, so noch nicht rausgefunden, was Herr Seigen oder Herr Siegen also heißen soll. Da kommt wieder ein anderer Zuschauer. Nee, ich komme mir alleine zu. Gut. Da muss ich auch nicht mehr so viel da waren. Das ist ja schön. Ja, nett, da müsste trotzdem alle da waren. Oh. Aber trotzdem mal wieder das Feld noch zu Ende. Meine Kühe haben sich auch gekümmert. Vielleicht schaffen wir heute noch mal so ein paar Schweinchen an. Mal gucken. Hat er schon was? Der hat ja noch nein zu seinem Video drin. Da wollen wir dann mal gucken, was für ein Video der Marsboy gemacht hat, oder? Wollen wir dann mal gucken. Ah, wieder eine Fliege. Die kam noch von draußen wieder, ne? Hör auf, mich zu ärgern. Ich sag dir gleich. So, tot. Ich bin der Fliegenkiller in unserer Stadt. So, komm ich da rein? Nein, da wollen wir nicht rein.
So. Wahrscheinlich sitze ich morgen früh immer noch an den blöden Kartoffeln dran. Und dann gucken wir mal, was in der Maschine drin ist. Ah, sieht mir fast nie mehr so aus. Ah doch, ein bisschen zu viel. So, ich glaube, hier war die. Oh Gott, ja, da habe ich noch Arbeit. Ich hasse Kartoffeln. Aber das schon. Ja, schade, ich dachte, die bekommen heute eine PS4 geschenkt, aber nein, leider nicht. Hier war mit Kartoffeln einiges an Geld, ne? Die ich gleich schon weggebracht habe. Ist ja gar nicht mal so schlecht eigentlich. Halt nur viel Arbeit, ne? Ah, es wird schon weniger. Piep, piep, piep. Das ist schlimmer als über ETS2. Komma 5 Stunden habe ich mit denen schon. Das kann ja gar nicht sein. Ich bin schon über eine Stunde am Zocken. Hallo Junior, na wie geht's dir? Schön, damit du zuschaust. Ja, danke schön der Nachfrage. Mir geht's fabelhaft. Bin ja gerade am Kartoffel am Ernten. Und ich hab Hunger. Ich muss die Kartoffeln nach Hause bringen, die Mutti wartet schon. Das ist wirklich merkwürdig. Immer so. Ich habe viele gebissen, weil die
Verwandten umgebracht habe. Ich mache heute Kartoffeln. Kartoffeln mag ich nicht zu machen, das ist Arbeit. Aber leider habe ich mir das Feld schon oder letztes Mal gekauft. Und da sind leider Kartoffeln drauf. Und Junior, was zockst du so den ganzen Tag? Oder guckst du bei YouTube zu? So. Ab zu Kartoffelkahl. Oder wie heißt der nochmal? Ach, spiel selber LS19, was für eine wunderschöne Karte, wie zu denn? Ah, mein Stuhl, Stuhl geht auch kaputt. Und andere Zuschauer sagen zu mir, sollen wir eine PS4 kaufen. Ich habe kein Geld dafür. Ich bin überhaupt froh, damit ich mit meinem alten Pentium 4 hier ein bisschen LS19 spielen kann. Multimap mit Vierfach. Und die Karte hat keinen Namen. Ah, ich glaube nicht, dass mein PC besser ist. Oh, PlayStation oder Xbox ist doch mehr Dings da, mehr Mods und Scheiß alles. So, Kartoffeln verkaufen. Mach ich heute sonst nichts anderes. Wie heißt so von LS Mapping Team? Ah, okay. Oh, da haben sie ja was einfallen lassen, war für die Map. Wenn man einen Namen hat. Was mache ich denn hier? Trecker, wo fährst du hin? Oh. 300 Mods hast du bei dir auf dem PC, ja Hammer. Ah. Ich hoffe, dann tust du die auch alle benutzen, lieber Junior. Bei meinem alten PC laufen nicht so viele Mods. So viel Platz habe ich gar nicht auf der Festplatte. Ich glaube, ich habe einen Mod drauf, das von dieser Karte hier. 300 Mods? Wofür braucht man denn 300 Mods? Das ist ja Banane. Dann benutzt du bestimmt auch sowas wie Curse Play und so ein Schiss alles, ne? Und ja, alles schön von alleine läuft. First Play und den Pferdehelfer und den intelligenten Helfer.
Ach, du fährst selber? Ah, okay. Ah, GPS. Ja, GPS ist ja auch leider nur ein Mod. Ist ja nicht von LS19 vorgegeben. Oder? Nee, ne? Nee, ist ein Mod, meine ich. Ah, komm, gib mir die Kartoffeln. Ich glaube, in LS17 gab es GPS mit drin, ne? Und ja, genau, LS17 hatte GPS. Nein, aber wohl. Mein irgendjemand von uns hat damals GPS genutzt. Hast du jetzt schon LS17 gespielt? Momentan weiß ich noch nicht, weil ich es noch nicht installiert wieder habe. Brauche ich auch gar nicht mehr. Ja, ist eigentlich schade, damit man bei Steam keine Spiele wieder verkaufen kann. Ja? Müsste es im Gebrauchtmarkt geben. Was, alle Teile? Ah, okay. Wie ist denn der erste Teil? Also, mir fällt das gerade nicht ein. Ach, so ein teures Spiel kannst du dir vorbestellen? Mann, oh Mann, oh Mann. Die Leute haben so viel Geld heute. Der eine hat sich eine PlayStation geholt mit LS und der andere eine Xbox. Guck mal, ein anderer kann sich hier LS22 vorbestellen, mein Gott. Wahnsinn. Ich kann mir gerade mal so einen alten PC mit Pentium 4. Muss ich hier spielen. Ah, okay. Bauer. GPS war immer noch mit Mod, ja. Dann hat der wohl damals gemoddet. Den ich ja damals gezockt habe, LS17. Oh, schon ein bisschen länger her. Hallo Christian Gaming TV. Und dann wieder heute Zuschauer. Wie geht's dir so? Reifen da wird ja immer breiter. Kostet doch bestimmt das neue LS22 um 100 Euro oder was, ne? Das Spiel ist noch nicht mal draußen. Der vorbestellen? Ja, danke schön, mir geht auch ganz gut. Die Kartoffeln gehen mir nur heute ziemlich auf die Nerven. €40 nur? Wow! Das ist ja der Wahnsinn, so günstig. Da muss ich Mutti nachher nochmal fragen, ob ich nachher noch ein bisschen Taschengeld kriege. Also Mutti, damit meine ich meine Frau, ne? So, 80% da mal drin. Ja, damit das mit dem Spamming, aber ich vorsichtig. Der Dings reagiert darauf nicht so schön. Der Nightbot. Der ist hammerhart, der Nightbot.
so viele schöne Sachen, die man haben kann und nicht kaufen kann, weil es immer ein Geld gibt. Immer die Würde Geld. Ja, Kartoffeln sind die nervig, ich weiß. Ich kenne normalerweise da Mod für, damit wäre ich in 2 Minuten durch. Aber dafür ist alles ja nicht gedacht. Ne? Da wird ja simuliert, ein Bauer zu sein. Und schon wieder voll. Ah, und unrealistisches Zeug. Nein, man kann es ja schon sehr realistisch einstellen, aber so eine schöne Season und so und all so ein Zeug, da kann man ja schon so einiges machen, alles. Das ist, ja, wenn manche Leute zu viel Geld haben, die wissen wohin damit, du, ich kann es immer gebrauchen, immer her damit. Ein Thema. So. Wow. Ja, kleine LS oder sonst, oder wie oder was? Gibt's hier ein Mod, da ein Mod, gibt's auch immer ein Mod für. Kannst ja auch Mod reinmachen mit Winter, mit Sommer, mit Regen, mit Herbst. Kannst du alles modden. Mod mal hier, mod mal da. Oder ein echter wäre schön, glaub mir, das ein Bauer zu sein, ist nicht leicht. Da hast du viel Arbeit, das sage ich dir. Ja, bleib da, du Drecksau. Blöder Flieger! Ja, schade, Christian Gaming, aber schön, damit du da warst. Grüße eine Familie, Frau, Kinder, Papa, Mama, Opa, Oma und so, so sollen mich alle abonnieren. Ich will ja eine Ausbildung zum Landwirt machen und auch ein Landwirt werden. Ja, nice. Ah, du bist jetzt 14? Ja, das macht ja nichts. Irgendwann bist du mal 15. Guck mal, der ist jetzt 14, kann sich so einen teuren PC leisten, damit man LS spielen kann. Kann sich auch schon LS 22 vorbestellen. Wahnsinn. Kann ich alles nicht, oh. Geh mal nach deinem Papa, frag ihn mal, ob er mich adoptieren kann, ne? Dann werde ich dein Bruder. Aber erst nächstes Jahr, ja. Ja, muss ja erstmal Schule fertig machen, wa? Hey, zum Hansapark, da wünsche ich dir am Donnerstag viel Spaß dabei. Kannst du ein paar Videos drehen, Gaming, oder ein paar Fotos? Ach, wir 15 werden, ja. Ja, Junior, wie lange musst du denn noch Schule machen zur Ausbildung? Oh, mein Gott.
typisch meine Frau, ne? Kommt ihr ins Zimmer, fängt an zu rülpsen. Zwei Jahre noch. Ach, die gehen auch schnell rum. Danke, auch morgen muss ich Kuchen backen. Was backst du denn für deinen Vater für einen schönen Kuchen? Also ich stehe ja mehr so auf Torte, so Schwarzwälder Kirschtorte oder so. Das ist immer Leckerli. Wie, das war schon? Mehr hast du nicht? Ach, ich bin damals im... Ja, findest du? Ja, ich weiß nicht, so witzig finde ich mich nicht. Schokoladenkuchen, oh, lecker. Ja. Schokolade ist immer Wahnsinn. Ein bisschen Schoki. Schokolade kommt immer gut an. Eine Grenade. Ja. Backst du die denn selber, Christian? Das ist ja nice. Kannst du schon backen? Ich kann das nicht. Wenn ich immer backe, kommt dabei, was weiß ich, ein Kilo Spaghetti raus oder so ein Scheiß. Ah, guck mal, da vorne laufen meine Kühe. Bin nicht so weit raus, doch. Ich glaube, der Schlachter vom Burger King, der läuft hier irgendwo rum. Apropos Burger King, wo ist meine Frau? Ich hab Hunger. Ja, gute Scheiße. Ich konnte nicht mit 19 Jahren backen, das sage ich dir ganz ehrlich. Da habe ich viel kleinere Brötchen gebackt, als ich 19 war. Wie alt wird denn dein Vater? Was hast du denn Schönes gekauft? Kriegt er auch ein schönes Geschenk von dir? Vielleicht eine PlayStation 4 mit LS19? Dann möchte ich gerne dein Vater sein. Oder eine Xbox. Box, Box, Box. Ja, Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Ah, das ist ein Gaming-Kartoffel. Dann wollen wir einmal gucken, was der Mars heute Video hochgeladen hat. Video LS19. Wie, für die PS4 gibt's nicht so viele Mods, wieso denn das denn nicht? Das ist ja beschiss dann, oder was? Wieso hat man denn für den PC mehr Mods? Gibt doch bestimmt viele PS4-Spieler, oder nicht? Da willst du doch einen Modder drunter geben. Ach, den Hansapark. Ja, ein Hammer. Geil. Und immer schon Maske aufziehen, ne? Nicht damit ihr euch ansteckt. Auch. Oder seid ihr schon alle durchgeimpft?
Muss mein Hund füttern. Ja, viel Spaß beim Hund füttern. Gib den Hund nicht so viel Schokoladenkuchen, der wird davon blind. Oh, du bezahlst einen Eintritt für deinen Vater und für deinen Bruder. Das ist so teuer, der Eintritt. Ist schon wieder voll oder was? Ja, bitte. Dankeschön, meine dicke Ehefrau. Also ich habe meine zweite Info. Ja, ich krieg morgen meine zweite Info. Da darf ich morgen hinfahren. Meine Frau fährt mit, hält das Händchen. Nicht damit mir da noch irgendwas passiert, nicht damit ich überfallen werde oder so. Alter, was ist denn jetzt hier los? So. Die Erntemaschine wollte gerade nicht mehr, so wie ich wollte. Ey, Frankfurt amerikanischen Truck Simulator. Also ich komme auf die Summe von 172 Euro plus 5 Euro das Auto. Wow, für wie viele Personen geht ihr da denn hin? Das ist der Hammer. Das ist doch ein teurer Eintritt, oder? Bist du denn schon mal am Arbeiten oder hast du Ausbildung oder was? Die Leute haben alle Geld, oh. Vier Personen, 172 Euro, oh. Schon ein netter Preis, muss man ja schon sagen, ne? Ist der denn alles schon mit drin? Ich meine, die Fahrgeschäfte oder so oder was? Oder? Ja, Erik, alleine dauert das alles ein bisschen länger. Weil die Erntemaschine immer so schnell voll ist, dann muss ich das ja auch noch wegfahren und verkaufen und den Hund füttern. Ach nee, das war der Junior. Ja, alles drin. Ja, wie gesagt, da wünsche ich euch morgen auf jeden Fall viel Spaß. Nee, Donnerstag hast du gesagt. Ich wünsche euch am Donnerstag viel Spaß natürlich. Kommt heil und gesund wieder nach Hause. Ach, wenn ihr keine Lust hast und mitspielen musst, für den Jungen noch. So, Lebensmittelhilfswerkstatt, ja nice. Ja, wenn ihr da gut verdient und Spaß bei der Arbeit hat. Jo, Gaming, dann aber viel Spaß. Ne? Mach's gut. Schön, damit du da warst. Wie gesagt, müssen wir schon alle Zombie alle abonnieren. Damit ihr mir irgendwann, wenn ich mal 1 Million Abonnenten habe, auch mal eine PlayStation leisten kann. Ah, Julia, ich bin da gleich schon fertig, das dauert nicht mehr lange.
So alt wird kein Schwein. So, hoppala. Also ich bin jünger als Red. Und jünger als Franz und jünger als Dirk. Und der Anhänger ist doch noch nicht voll. Kannst du mir doch nicht erzählen. Das ist ja wirklich schon voll. Ja, mal gucken. Boah, das ist ja wirklich voll. Franz, schreib mal mit Z, Junior. Da muss ich auch noch mal in die Schule gehen. Ne? Ja, Bauer Franz. Jetzt nicht Bauer Franz. Großer YouTuber. Müssen wir mal nachgucken. Hier auf YouTube. Bauer Franz Schöler, glaube ich halt. Ja. Tausende von Abonnenten hat der. Das ist der Wahnsinn. Ich bin schon wieder müde. Morgen um 6 Uhr schon das erste Video gedreht. Warten Sie. Worauf soll ich warten? Auf den Bus, auf die Linie 6 oder was? Da ist mein Handy leer, muss ich aufhören zu streamen. Soll ich jetzt anhalten oder was? Soll ich da warten oder was? Hör doch mal auf. Wie ein Schwein. Guck mal, ich fahre ja schon so furchtbar in der IWA-Plan, ne? Und ich werde heute noch steinreich durch Kartoffeln. Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Was willst du denn gucken? Willst du die Nachbarin mal umziehen zu gucken? Genau, alle mal rüber. So. Ab wieder zu mit dem Bauer Franz. Ja, ja, auf YouTube ist der. Der macht immer tolle, geile Videos, ne, über LS und so. Ja. Er ist schon der super Rock, der Mann. Der moddet auch selber und so. Ne? Gut.
Ja, wer den Franz nicht kennt, der kennt doch keinen LS2 von LS19. Und der schon alles gemoddet hat, du. So, gib mir die Kartoffeln noch. Und hol ich meine Mutti. Ne, hol meine Brüder. Oh, jetzt hat die mir den Schreibtisch hier vollgestellt. Ach, ist ja gleich fertig, Bauer. Das schaffe ich schon. Ist ja gleich fertig. Aber danke für die Nachfrage. Nee, den PC habe ich nicht mehr. Den muss ich leider verkaufen. Wär ich froh, wenn ich so einen PC nochmal hätte. Musste ich alles verkaufen. Habe ich knapp 500 Euro für gekriegt. Hatte nichts zum Fressen im Kühlschrank. Habe ich mir den PC von meinem Sohn genommen, hier so einen alten Pentium 4. Der läuft noch wie wunderbar, du, das sage ich dir. Wieso? Ja, ich bin armer Schlucker, ne? Also, ne? Brauchte das Geld, ne? Ich bin jung, braucht das Geld. Aber YouTube verdient man ja auch genug. Ich glaube 2 Euro im Monat kriegen wir da. Wow, das RTX 2080 Super. Wow. Nice, 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 nice. Hier, da kann man ja noch einfach nur mal einen Applaus geben. Ne? Genau, einfach mal Applaus geben. 32 GB RAM. Wow, wow. Wie die Grafikkarte jetzt oder was auf dem Speicher hier da? Hat die RTX 20 sogar so viel RAM? Das geht gar nicht. Ja, ich habe von Technik nicht so die Ahnung. Ne? Ich habe jetzt ein Pentium 4 noch stehen, 8 GB, GTX 970 drin, die Karre rennt wie sonst was. Ach, Arbeitsspeicher meinst du? 32 GB, gibt es denn so viele, sag mal? Muss ja schon ziemlich teuer sein, ne? Was kostet denn sowas? Und wo bekommt man denn sowas? Das ist ja Hammer. 32 GB,
1600 Euro, 32 GB RAM, Arbeitsspeicher nur. Nur der Arbeitsspeicher? Wow! Ach, der ganze PC, ja, du bist ja mal dabei geschrieben. Kann ich ja nicht so wissen. Ja, und CPU hast bestimmt einen AMD Ryzen drin, ne? Bestimmt so einen mit dem was weiß ich, ne? So 20 Kerne oder so. Ja, würde mir jetzt natürlich interessieren, welchen Ryzen, ne? Guck mal, regnet das draußen? Ich glaube, das regnet. Ja, es regnet draußen. Und dennoch von oben. Das ist ja der Wahnsinn. 3900x, 12 Kerne, wow. Und was hast du drin? 350er Board oder 450er Board? Also hast du den PC schon komplett fertig gekauft, wie das anhört. Mit allen die schicken Programme drauf, die man hat. DDR4, ja, ich glaube, ich habe noch DDR2 oder DDR3 bekommen. Ja. Ich weiß das nicht so genau. Ja, fertiges PC ist nur so eine Sache. Ne? Und welcher Hersteller ist das? Wo habt ihr den gekauft? Asus, Fuji, Siemens, Bosch, Miele. Ein alter PC hatte da schon DDR3 drin. Wow, Wahnsinn. Dann scheint dein Papa ja gut Geld zu verdienen. Alter, bremst doch mal. Du weißt nie, was dein Papa verdient, wenn er dir so einen teuren PC holt. Wow.
Was? Es gibt schon eine GTX 1050 Ti? Wow. Habe ich ja noch nie was von gehört. Ich dachte, die wären erst bei der 900er Reihe. Ja. Ich habe 970 oder so. Kartoffeln, Kartoffeln! Ganz alte Grafikkarte. Ja, wenn sie nur noch funktioniert, ne? Aber wie gesagt, du hast ja jetzt die 2070 Turbo drin, oder was hast du geschrieben? Der neuen PC. Ja, 2070 Turbo hast du gesagt, ne? Ja, so gut kenne ich mich auch nicht aus. Ich gehe mal zum Nachbarn, wenn ich gibt schon eine RT 3090 Super, wow. Wie gesagt, wenn ich irgendwas mit meinem PC habe, gehe ich mal zum Nachbarn, wenn er mal nicht anspringt. Guck ihn da mal 20, 30 Euro an, der macht das dann immer. Ne? So als ziemlich komisch, der geht dann sofort immer los und kauft sich Bier davon. Scheiße. Die Alkoholiker, die das sage ich dir, das ist kaum aufzuhalten. Weißt du, ich muss hier meine Mutti immer an den 20 Euro fragen, wenn man PC nicht tut. Und der versäuft einfach alles. Ist schon arm, ist das. Und wirst du dir auch irgendwann mal diese 3090 Super holen, oder? Oh, die Maschine ist leer, das ist schön. Oh, so eine Grafikkarte kann ja wohl nicht so teuer sein. Was kann sowas kosten? 500, 600 Euro so eine 3090? Weil ich gucke ja nie nach dem Preis, was ich mir nicht leisten kann, da gucke ich auch nicht nach dem Preis. Das ist blödsinnig. Ach, hör auf! 2000 Euro! 2000 Euro kostet doch keine Grafikkarte. Wie zahlt denn so viel Geld dafür? Ach, hör auf! Ja, der Wahnsinn, der bezahlt so viel Geld dafür. Da kipp ich ja fast den Stuhl hier drauf. Das sind jetzt schon wieder Bitcoins. Wie ist da ein Spiel dabei? Heißt das Bitcoin oder was? Oder wie? Oder was?
Sollte eine Grafikkarte teurer werden wie ein Spiel? Mining, was ist denn Mining? Kommt Mining nicht von Minecraft? Tut man denn nicht auch Mining machen, abbauen? Minecraft habe ich auch schon mal gespielt. Damit kann man Geld verdienen. Ja, der Wahnsinn. So, Kartoffel Karl, du kriegst ja noch ein bisschen Online-Werbung, das ist sehr wertvoll von Elon Musk, hat den Wert so hoch gemacht. Von Telsa. Telsa? Der stellt die Grafikkarten her, der Telsa oder was? Der treibt die Preise dann hoch. Ja, da kann der ja nicht so viel Erfolg damit haben, wa? Wenn eine Grafikkarte 2000 Euro kostet, ach, kann mich wieder drüber aufregen. Telsa ist eine Automarke, die Grafikkarten herstellen. Ah, okay. Mein Gott, ich höre hier heute wieder Geschichte. Ich glaube, ich muss öfters mal streamen. Ich mache ja so selten. Silvia! Da gibt es Grafikkarten, die kosten 2000 Euro. Das soll meine Frau dann mal googeln. Die würde ich mir mal angucken. 2000 Euro. Mach doch nur Bilder, so eine blöde Karte. Und Spiele. Das ist schon der Hammer. Aber das ist nur eine Automatik. Was haben die hier jetzt? Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Was haben die jetzt mit Grafikkarten zu tun? Ach, egal. Ich steige da nicht mehr hinter. Ich glaube, ich bin für alles zu alt geworden. Was ist denn SC? Ah, Discord? Ja, Discord habe ich auch manchmal. Da bin ich auch manchmal drin. Meistens bin ich auf Discord morgen zur Unterhaltung zwischen 7 und 10 Uhr. Ja, das hat mir auch der Nachbar eingerichtet. Ich weiß gar nicht, wie das alles richtig funktioniert. So ein Blödsinn. Ich glaube, das hat er nur bei mir auf dem PC installiert, um mit seiner Freundin aus Berlin zu telefonieren. Kann man sich eine Freundin da unten suchen, ey. Berlin, ey. Also wirklich. Ja, was kann man denn in diesem Discord so machen, Junior?
Klar kannst du mitspielen, wieso denn nicht? Können alle mitspielen. Wenn Platz auf dem Server ist, weiß gar nicht, wie viel drauf sind. Aber sehr lange mache ich heute nicht mehr. Ich werde schon wieder müde, ihr merkt das, ich muss ja meine Tabletten nehmen. Sprechen mehr auch nicht. Sprechen und schreiben. Ja, sprechen und schreiben kann ich. Hallo, hallo. Wo war der große Kaufmann? Die Kartoffeln gehen mir heute auf die Kartoffeln, sage ich euch. Im Moment bin ich alleine. Oh, ja. Dann geht's ja. Ja, dann ist doch ein bisschen Platz drauf. Ich glaube, letztes Mal hat noch jemand mitgespielt. Das muss ja schon heißen, ich glaube, Multiplayer dann, ne? Es hat heute jemand mitgespielt? Nee. Bei mir hat heute keiner mitgespielt. Nö. Nee, bei mir hat heute keiner mitgespielt. Nee. Nicht damit ich wüsste. Wie heißt denn das, um den Ball zu treten? Ja, Landschaft Simulator 19 Multiplayer. Ja, ja, ich bin im Multiplayer gegangen. Glaube ich zumindest. Ups. Oh, guck mal. Der Bauer, der kennt sich besser aus als ich. Auf Deutschland 1 ist das. Ja. Muss da mal weiter. Ja, natürlich spiele ich in Deutschland. Wo denn auch sonst? Du bist ja nicht in der Türkei oder so. Wieso muss ich jetzt weiter? Ich dachte, du wolltest helfen, die Kartoffeln zu machen, lieber Junior. Ja, dann halt Deutschland 1, ne? Wie gesagt, müsste eigentlich mein Name haben, der Server. Ja, Julia, tschüss, schön, schade, damit du schon gehst, aber, ne? Ich wünsche dir sonst noch viel Spaß dann heute, ne? Grüße an Mutti, Tante, Papa, Oma, Oma, Opa, Opa, Oma. Ja, schade, damit er schon weg ist. War so ein netter Gespräch, Gibt's ja auch Deutschland 2.
Achso, es gibt ja nur ein Deutschland, oder nicht, Bauer? Wieso soll es in Deutschland zwei geben? Also die Leute hier machen mich heute fertig, und das sage ich dir. Ach, du darfst noch? So, wie spät ist das denn schon wieder? Ja, zu lange darf ich auch nicht, sonst meckert meine Frau wieder, weil ich muss auch noch den Keller aufräumen. So. Mal gucken, wann sie reinkommt und sagt hier jetzt mal, mach mal Computer hier aus, tu mal was im Haushalt. Ne? Da ist ein Passwort drin, ne? Wo ist ein Passwort? Auf dem Server ist ein Passwort. Ach, Server lässt sich dann schon ein zweites Deutschland geben. Weiß nicht, ich drücke immer auf Verbinden oder der wie gesagt, dann Nachbar macht das immer. Und dann verbindet der ein. Ist da ein Passwort drin in dem Ohr? Dann muss ich den Franz gleich mal anrufen. Auf dem Server ist ein Passwort. Ah, okay. Ja, warte mal, da muss ich dann mal gucken, ob ich das Passwort hier finde. Wenn nicht, muss ich mal den Franz anrufen. Ja, der Red ist ja auch nicht mehr da. Der muss ja die Reifen am Papas Auto dran bauen. Warte mal, ich mach ganz kurz die Karre hier voll. Dann rufe ich den mal ganz kurz an. Ich habe ja hier direkt mein Handy liegen. Ne? Ich soll auf Escape gehen. Aber ich will doch eine Kartoffel machen. Ich kann doch nicht hier Tasten drücken. Meine Kartoffeln nachher weg. Sonst wäre ich ja vorbeigekommen. Du willst bei mir zu Hause vorbeikommen? Aber ich habe doch nichts da. Ich habe keine Cola, kein Kaffee. So, ich habe Escape gedrückt. Ja. Ja. Also sehe ich eine große Karte. Ja. Und da steht kein Passwort. Warte mal. Ich rufe den Franz mal an. Warte mal. Wo habt ihr Nummer? Ja, es klingelt, das klingelt. Ja, hallo Franz? Ja? Ja, ich warte. Ja. Trink du erstmal auf. Ja. Okay. Du hast mir doch den Server eingerichtet, ne? Gibt's da ein Passwort für? Masopilani 36. Nee, das geht ja nicht. Doch. Doch, ja. Ah, okay. Ja. Ich verstehe dich kaum. Du musst mal weniger trinken, Junge. So geht das ja nicht. Ja. Ah, Passwort ist 333. Nee, das sage ich nicht laut. Das sage ich keiner. Schreibe ich nur. Ne? Ja. Ja, ist okay. Trink nicht mehr so viel heute Abend und verhau deine Frau nicht schon wieder, ne? Okay, tschüssi Franz, ciao. Ja, ne, ja, Passwort muss ich irgendwie schreiben oder was, ne, oder, So, ja, ich muss ja hier Kartoffeln oder. Ich schreib gleich, ne? Was soll ich denn schreiben eigentlich? Ich kann das Passwort doch jetzt nicht einfach so hier rein sagen.
Braucht ja erst eine WhatsApp-Nummer oder was? Oder wie schreibe ich ein Passwort? Ist ja blöde. Jetzt hat er mir ein Passwort gesagt, ich kann es nicht schreiben an niemanden. Guck mal, wie er das Ding wieder doppelt. Warum macht ihr denn da so komische Gesichter hier jetzt im Chat? Was ist das denn jetzt? Ja klar, freut euch auf Frage, nehme ich da ja an. Muss ich nur noch mal ein YouTube-Video angucken, wie das geht. Aus was für ein Stream? Ich bin jetzt schon wieder am Stream. Ich hab doch gar kein Netflix an. Soll ich jetzt auch noch Netflix anmachen oder was? Was sind das für Leute von Ohren? Ich mach da hier eine Live-Sendung mit YouTube. Wieso komme ich denn jetzt nicht in meinen Trecker rein? Was soll denn jetzt der Blödsinn? Ah, jetzt geht's noch einmal. Wahnsinn. Ihr müsst hier alle kommen. Ich mache gleich Schluss hier. Ich muss da pünktlich meine Tabletten nehmen. Dann muss ich noch den Kackerbeutel wechseln. Ich weiß gar nicht, wann der von der Dings kommt hier. Oh, Caritas, da muss man auch noch hier den Katheter wechseln. Das ist schon wieder mal von Dienstag oder nicht? Dienstags kommt der immer von Caritas vorbei, meine ich. Der Deutsche Roten Kreuz, irgendwie sowas war das. Nee, ich bin gerade bei Feld 6, glaube ich. Ja, ich bin bei Feld 6. Aber das mache ich heute nicht, das mache ich nächstes Mal.
Ja, mache ich nächstes Mal Feld 6. Feld 1. Heute wird Kartoffeln gemacht. Nee, musst du nicht mit anfangen. Kannst du auch Kartoffeln mit wegfahren. Da steht auch ein Trecker irgendwo, ein Anhänger. In den Anhänger ist noch Mischration. Die Mischration kann bei den Kühen rein. Ich glaube, die essen das. Und dann kannst du mit dem Anhänger Kartoffeln wegbringen. Also wie Lust habe ich denn heute nicht mehr. Wie gesagt, ich muss ja meine Tabletten nehmen. Wie gesagt, könnt ja nächstes Mal von Anfang an wieder dabei sein. Dann können wir auch mehr machen. Ganz kleiner Anhänger steht da noch irgendwo. Für die Mutti. Wie gesagt, morgen kann ich leider nicht streamen. Da werde ich das zweite Mal gepiekst. Bin den ganzen Tag unterwegs. Da muss ich mit dem Stadtbus hinfahren. Donnerstag ist dann ETS2 und Freitag ist dann wieder LS19. Das Ding schon wieder voll. Oh, das ging ja schnell. Ja, warum fährt er nicht über den Hof? Da kann man doch über den Hof fahren. Bei den Kühen dran vorbei. Ach, egal. Kaufst du eine Grafikkarte für 2000 Euro? Wieso nicht? Mann! Na, ich hoffe, der hat jetzt das Mischfutter da schon weggebracht. Carsten, hast du schon das Mischfutter weggebracht? Bei dem kühnen Stall.
mein Pentium 4 macht wieder komische Geräusche. Du. Einmal ist der Sound da, einmal nicht. Hast du schon lange, das ist ja schön. Das ist ja schön. Ruhe, ich schlafe hier schon fast bei Heino. Wie lange braucht der für die Kartoffel? Das Ding noch nicht voll hier? Also, ist es schon voll oder nicht? Ach, kippt doch hier alles daneben. Der kippt alles daneben, habt ihr das gesehen? Ganz auf den Acker verteilt. Jetzt muss meine Tochter gleich auf den Acker und die Kartoffeln mit der Hand aufheben. Ja, Joanna, geh mal los, ich will vielleicht ein paar Pommes machen. Geh mal ein paar Kartoffeln von Acker klauen. Will ich nachher noch mal den Franz anrufen. Ich hoffe, der säuft heute nicht mehr so viel. Wenn der wieder seine Frau verhaut, dann steht die Alte hier nachher vor der Tür. Mit ihrer blutenden Nase und will wieder Kabuff pennen. Oh Mann, ey. Den gebe ich kein Geld mehr, so. Oh, guck mal, wie schön das liegt in den Tunnel, ne, reflektiert. Und wie viele Karte, wie viele Leute die Karte Raden haben, ne? Das ist das schon. Ich sehe hier doch gar nichts. Oh! Nicht damit mir die Kartoffel auskippen. Trecker sind aber schon ganz schön schnell, ne? 53, ich dachte, die fahren doch immer so um die 25. Das ist ja der Hammer.
denn da? Mit Dreck auf dem Monitor. Hat der eine RTX 2070? Wahnsinn. Computer. Müsste der Bauer nicht schon längst einen Anhänger voll haben? Oder ist er größer als ich? Nicht der Bauer, sondern der Anhänger. Ja, den Anhänger immer noch nicht voll, oder was? Oh Mann, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Ich will ins Bett. Achso, ja, wir könnten ja mal nachgucken. Ob ich den Mars-Boy überhaupt abonniert habe. Insel Jimmy Nutsnake, nee. Ich finde den Kanal nicht. Kanal finden. Uiuiuiui. Sehe nur Weiber mit dicken Titten. Mars? Boy. Marsboy 22, da haben wir ihn ja. Da können wir einmal abonnieren, wa? Dieser Auftrag dauert ewig. 5 Aufrufe hat er da. Ja, und damit herzlich willkommen. Nachmittags, nicht frühs. Bin ich. Perfekt. Was macht denn der da? Daten. Der fährt und fährt und fährt. Das scheint okay zu sein. Sonst würde das Video jetzt hier nicht online kommen. Wenn es nicht okay wäre. Mit der Lautstärke her. Fahren wir jetzt erstmal wieder hin. Und der kommt schon wieder zurück. Perfekt. Hört mich nicht. Auch wenn das jetzt hier so steht. So, jetzt erstmal ganz kurz gucken, was hier so auf unserem Hof abgeht. So, ich glaube, da muss er aber mal ganz kurz stehen bleiben. Oder macht er das für mich nicht weitermachen? Sagen, das wär's dann mit diesem. Machen wir den mal abonniert, den Marsboy. Hier, der könnte auch noch mal reingucken, wenn ihr wollt. Ist auch ein YouTuber, ein ganz großer. Dann seht ihr halt noch die 70 Abonnenten. Wäre cool, wenn wir die 100 Abonnenten noch schaffen würden. Würde mich mega freuen. Teilt das Video gerne irgendwelchen Freunden oder so, die sich auch für Alice interessieren. Und ja, dann schönes Video! Dann sehen wir uns beim nächsten Livestream und. Ja, das so. Leistung. Was? Nico hat den Server verlassen, was ist denn da los? Dann lässt er einfach so die Maschine hier stehen und verlässt den Server. Kann ja wohl nicht wahr sein. Kann ja wissen mal Schuss sagen. Also wirklich. War der Nico jetzt der Junior oder der Bauer? Muss weg. Ja, nächstes Mal willst du mal Schuss schreiben. Ja, aber vielen Dank für deine fleißige Hilfe. Da sind wir schon sehr, sehr weit gekommen. Nackt MC. Was ist denn nackt MC? Geht ihr nackt essen bei MC oder was? Ich würde niemals nackig essen fahren. Hier, und ich habe da einen Link geteilt. Geht da mal drauf, da ist der Marsboy. Lass mal ein Abo da. Dann würde sie bestimmt riesig freuen. Die gehen nackt essen.
Ist ja der Hammer. Ich hoffe, die haben ein bisschen die Scheiben verdunkelt. Nach McDonald's. Ach so. Ach, ich glaube, dass die Fastfood-Restaurant die Hamburger verkaufen, ne? Ah, das ist die Jugend ja heutzutage ganz wild nach. Wollte ich auch schon mal hin. Meine Frau hat gesagt, der Cholesterinspiegel ist nicht so hoch. Das geht nicht. War schön, damit du da warst. Vielleicht kannst du ja Freitag wieder mitspielen. Freitag ist ja fast Wochenende, ne? Ist ein Tag vor dem Samstag. Wie gesagt, vielleicht mache ich auch morgen was. Wenn es mir gut geht, nach den Impfen, abends. Weil bei der ersten Spritze ging es mir schon so, naja, nicht gerade schlecht, aber ich war müde, ein bisschen schwindelig, war müde, aber konnte nicht einschlafen. McDonald's. Kann man ja mal googeln, ob es da wieder so leckere Sachen gibt. McDonald's, McDonald's. Ja, als ich noch klein war, gab es sowas noch gar nicht. Mein Eltern hat schon mal Kartoffeln vom Feld oder Nudeln mit Ketchup. Aber sowas so mit Nudeln. Die Maschine da wieder voll. Wo sind denn die Kartoffeln verkaufen? Katakuta oder was? Meine Eltern haben damals immer gerne Igel gegessen. Oh, war das mal lecker. Haben wir im Backofen immer gemacht. Da kam da Ton drumherum, wurde eingewickelt. Dann hast du den Igel im Backofen geschoben bei 250 Grad. Halbe Stunde war er durch. Dann hast du den Ton abgeklopft und dann war da die ganze Stecknadel mit drin. Igel immer lecker so. Heutzutage glaube ich dazu wurde gar nicht mehr. Oh ja, ja, 3 Stunden für Kartoffeln. Ich mach nie wieder Kartoffeln. Das Franz wollte mir auch nicht alles mal Kartoffeln machen. Jan, Erik, Jan, sag mal Jan. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du zuschaust. Du, da war gerade einer auf dem Server, der hat mir erzählt, man kann Grafikkarten im Wert von 2000 Euro kaufen, das ist ja der Wahnsinn. Mann, oh Mann. Der hatte bis zum Ende, der hat da voll die Ahnung von gehabt. Hier, der Junior war das. Das ist gerade, wenn man so teure Grafikkarten kaufen kann. Mann, oh Mann, oh Mann. Guck mal, wie sieht jetzt die Maschine aus?
mir das mal jemand sagen. Ach, die heutige Bezeichnung für McDonald's ist MC doof. Ja, wieso denn MC doof? Die können ja nicht so doof sein, wenn sie so viel verkaufen und die Leute da nackt essen gehen. Und Jan, alles fit bei dir? Schön, damit du mal wieder zuschaust. Also Wittig hat geschrieben, die gehen nackt beim McDonald's essen. Also das ist schon ziemlich blöd, wa? Wenn du nackt essen gehst, mal mit McDonald's und bestellst du eine Junior-Tüte. Ach ja, ja. Wenn du mir zusiehst, immer, ja, aber ich bin ja gleich schon wieder fertig. Bin ja schon wieder 3 Stunden dran. Wie gesagt, Streamplan sind morgen, weiß ich nicht, weil ich morgen ja, wie gesagt, armer kleiner Mann nochmal zum zweiten Mal pieksen muss. Dann weiß ich nicht, wie ich mich später abends fühle, wenn es mir gut geht. Komme ich bestimmt mal online. Donnerstag ETS 2 und Freitag dann wieder Landschaftssimulator. Da könnt ihr wieder alle mitzocken, wenn ihr wollt. Mit den Passworten muss ich nachher nochmal den Franz anrufen. Ach, der war ja gerade total besoffen am Telefon. Und seine Alte war auch wieder am Schreien im Hintergrund. Ach, Wahnsinn. Ja, nicht vorne in der Kippe rein. Das muss in den Hänger, Junge. Oh, guck mal, dann haben wir es ja bald hier geschafft, die Kartoffeln. Weißt du, erst haben sie mich hier ackern lassen über 2 Stunden, keiner wollte helfen. Jetzt bin ich fast fertig, dann kommen sie alle. Aber naja, haben ein bisschen Geld verdient, die Kartoffeln. War schon super. Aber ich mache nie wieder Kartoffeln bei LS19. Ja, der Wahnsinn. Jan, hast du schon mal Kartoffeln gemacht bei LS19? Oh, sind ja die Kartoffeln schon wieder weg? War er voll oder was? Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Ja, war gerade schon ziemlich lustig mit Junior. Schade, damit er weg ist. Du noch nicht? Ja. Mach nie Kartoffeln. Falls du Landschaftssimulator spielst, mach ja nicht Kartoffeln.
Okay, es gibt ja Mod für, wo das schneller und einfacher geht, aber ist ja nicht so realitätsnah dann, ne? Normalerweise hätte ich das Feld auch in 5 Minuten fertig haben können, aber dann wieder Mod draufladen, Mod wieder auf den Server ziehen. Warte, ich gehe sofort in Hängestedt. Ist das eine gute Map? Weil früher habe ich ja nur die von links gespielt. Die Vierfachkarte mit nur großen Feldern. Wenn du da einmal angefangen hast, dann kamst du nicht vor, was weiß ich, 5-6 Stunden von dem Server weg. Das ist der Wahnsinn. Deswegen habe ich hier mal eine kleine Karte rausgesucht mit kleinen Feldern, mit normalen Maschinen und so. Das war doch die Vierfachkarte, wie heißt die denn mal? Von diesem YouTuber, der auch am Monnen ist. Ich komme gar nicht auf den Namen. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber Hangestadt wird ja heute gesagt. Ich würde ja gerne auch mal so eine Karte spielen, wo man nur alte Maschinen hat oder was. Ne? Richtig schönen alten Bauernhof. Wie so zweite Weltkriegsmäßig, so ganz alten Trecker. Was denn hier? Ist der denn da gefahren? Wer hat denn hier abgemäht?
Die Nordfriesische Marsch, genau, jetzt bin ich gerade gekommen. Früher habe ich immer die Nordfriesische Marsch gespielt. Die LF19 am F0 geholt hat. Oh, da warst du stundenlang dran. Hat auch wirklich schön viel Spaß gemacht. Diese Karten mit sehr viel Produktion und den Scheiß alles. Hast du ja auch schon mal gespielt, Jan? Dein Ecken hier, das ist wirklich scheiße. Der Trecker war zu laut bei dir, ja. Ob du auch schon mal die Nordfriesische Marsch gespielt hast. Ja, bin ja gleich durch. Wie gesagt, dann war es auch heute für mich das erste Mal. Wie gesagt, Freitag geht es weiter mit LS19, Donnerstag ETS 2. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ah, Bauer, kannst du gleich die restlichen Kartoffeln, wenn du Lust hast, ganz kurz verkaufen gehen. Ach, auf der PlayStation 4, ja, da weiß ich gar nicht. Müsste die Nordfriesische Marsch eigentlich auch geben. Normalerweise. So, Garage, gemietete Fahrzeuge. Reparieren eine zurück. Nein, Garage. Zurückgeben. Ja. Hier ist die Einfahrt hier. So. Aber wo bleibt er denn? Muschelhammer. Oder wo bringt er die Kartoffeln hin? Kartoffelland? Ach, da kommt er gleich. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich heute alle fürs Zuschauen. War schon sehr witzig heute. Ach ja, hat Spaß gemacht. Mit dem WLAN hat das ja auch heute schön geklappt mit dem Stream. Ja, Donnerstag muss ich leider wieder Kabel durch die Wohnung ziehen. 43 km/h führte, ja, ist ja ganz schön zick eigentlich, ne?
Da kam er wohl nicht um die Kurve, da hat er was mitgenommen. So, nehmen wir einen anderen Beutel. Okay, ist das hier ein schöner Tracker mit Anhänger. So, da haben wir die letzten Kartoffeln für heute verkauft. Wie gesagt, ich bedanke mich heute fürs Zuschauen. Natürlich auch bei Junior und bei den Bauern und so. Dann speichere ganz kurz mal ab, dann kann ich auch gleich den Server runterfahren. So, Spiel speichern. Spiel abbrechen. Trecker kannst du ruhig stehen lassen, lieber Junior. Nee, der Bauer war das. Der Bauer, lass den Trecker einfach da stehen. Ja, vielen Dank heute fürs Zuschauen. Vielen Dank an meinen Jan, der nochmal dazu kam. Sehr, sehr nett von ihm. Ich bedanke mich auch bei anderen alle.